Herzlich willkommen bei AJ Barbecue. Herzlich willkommen hier bei uns im Grillstudio. Schön, dass du wieder da bist. Heute wird es einfach, heute wird es lecker, heute wird es allgäuerisch. Und heute setzen wir mal unseren Biergönner ein bisschen in Szene. Wir machen leckere Bierbreads hier als Hotdog mit Rotkraut und Allgäuer Mac and Cheese. Wie die funktionieren, da seid ihr mal ganz besonders gespannt. Das zeigen wir euch nach dem Intro. Ja, und dafür brauchen wir heute mal wieder ein paar Zutaten mehr, aber es wird nicht schwer. Reimen tät sich's auch noch. Schön. Wir brauchen Butter, Knoblauch, Obatzter, einen scharfen Senf, einen Weißwurstsenf, Speck, aber Bratwurst, in unserem Fall Thüringer. Wir brauchen Macaroni, Röstzwiebeln, Milch, Bier, Bergkäse. Hier haben wir Mehl, einen schönen Rotkohl, Brioche, Hotdogbrötchen und Zwiebeln. Los geht's! Ja, Freunde, das Grillen, na, das beginnt, und pünktlich zum Beginn des Grillens macht das Wetter einen Umschwung und Zwangsregen an. Da hinten blauer Sonnenschein, ober mir, hört das schon, da regnet es. Naja, hilft ja nichts, wir haben ja zum Glück ein Dach über dem Kopf, zumindest am Grillplatz. Am Haus schaut es noch etwas anders aus, aber ist eine andere und ganz schön lange Geschichte. Also, als allererstes wollen wir mal unsere Nudeln kochen. Das macht er ganz einfach im Salzwasser nach Packungsanleitung, nach Beilage quasi. Dafür habe ich jetzt im Dutch Oven Wasser und Salz. Das erhitze ich jetzt und da kochen wir unsere Macaroni. In der gleichen Zeit wollen wir schon mal den Grill starten. Wir verwenden heute wieder unseren Traeger Pellet Grill. Den lassen wir mal laufen bei 180 Grad. Der kann schön vorheizen, weil viel zu tun haben wir halt tatsächlich nicht. Mal wieder, und ist doch auch schön. Also, ich starte den Grill. Der Flo richtet mal die Kamera aufs Brett. Dann seht ihr auch gleich, was wir schneiden. Und das Wasser kocht auf und ganz allein kriegen wir hin. So, während unsere Nudeln jetzt kochen, ja, ist der Grill fertig aufgeheizt. Da wollen wir jetzt unsere Würstel mal kurz angrillen, dass wir vielleicht ein paar Röstaromen kriegen. Eine Pfanne haben wir schon eingestellt für unsere Bierbreads, weil ihr könnt euch ja vorstellen, die Bierbreads werden ja im Bier gebraten, geschmort. Und durch den Gitterrost vom Grill wird natürlich das Bier davonlaufen. Na, das wollen wir nicht. Deswegen haben wir eine Pfanne rein, die kann mit warm werden. Und die Würstel, die schmeißen wir jetzt auf den Grill. Die sollen jetzt nicht durchgaren. Wir wollen nur, wie gesagt, ein paar Röstaromen. Die können außenrum jetzt ein bisschen bräunen. Später durchgaren werden sie, tun wir sie in unserer Pfanne. So, als nächstes schütten wir unsere Nudeln und unser Nudelwasser ab. Und machen unseren Dutch Oven sauber. So. Weil in dem müssen wir jetzt natürlich unsere Soße machen. Ich habe so das Gefühl, das Wetter wird heute besser, aber das Essen, das wird gut. So, unsere Würstel brauchen noch ein bisschen, aber die haben es gleich. Ja. Haben wir da ein Fett hier in die Pfanne. Da dünsten wir jetzt unseren Kohl, die Zwiebeln und den Knoblauch an. Und ein paar Minuten später, ja, dünstet das so vor sich hin. Wir haben einen wunderbaren Knoblauchduft in der Luft. Ach, ein Träumchen. Da geben wir jetzt unsere Würstel rein. Da könnt ihr auch schöne grobe Bratwurst nehmen, Hauptsache roh sind sie. Könnt ihr hernehmen, was euch schmeckt. Bei uns sind es heute die Thüringer, A, weil sie lecker sind, und B, weil wir noch welche im Gefrierfach hatten. Ja. So, und jetzt kommt das Geheimnis der Bierbreads. Ja. Ein Weißwein. Oh, nein, Schmarrn. Ein gutes Bier. Und? Es ist wie beim Griller auch. Eine Flasche reicht meistens nicht. Also machen wir noch die zweite rein. Machen wir Deckel zu und dann müssen wir jetzt mal schauen, wie lange es dauert. Ich vermute fast bei der Menge Bier, und bei der großen Pfanne und bei dem vielen drumherum brauchen wir die Menge auch. Ich vermute fast, eine Stunde wird es dauern. Das Einzige, was wir jetzt halt noch machen müssen, ist es ordentlich timen, dass unsere Mac and Cheese, unsere Allgäuer Mac and Cheese fertig sind, wenn es die Würstle sind. Ja, wie das bei uns halt oft so ist, na, haben wir natürlich wieder ein bisschen getrödelt. Deswegen müssen wir jetzt ein bisschen Gas geben. Der Junior muss in das Bett, er hat morgen wieder Schule.
Ich habe den Grill hochgedreht auf 240 Grad, einfach, dass das schneller verkocht. Und im Dutch Oven, den haben wir ja vorher sauber gemacht, haben wir jetzt Butter erhitzt. So richtig schön, bis er schaumig wird. Dann schaut er jetzt rein, dann machen wir uns eine Mehlschwitze. Darf ruhig ordentlich heiß werden, ihr müsst nur aufpassen, dass er nicht braun wird. Und jetzt geben wir Mehl dazu. So etwa 4 bis 6 Esslöffel. Da müsst ihr jetzt ganz fest rühren, dass das keine Klumpen gibt. Okay, und dann ganz schnell, wenn ihr den Butter und das Mehl aufgelöst habt, dann gebt jetzt ganz schnell eure Milch da rein. Und nicht aufhören zu rühren. Und das macht ihr jetzt so lange, bis ihr eine ordentliche Konsistenz an Soße habt. Macht es ruhig ein wenig dünner, weil durch den Käse bindet es ja auch gleich wieder. Mehlschwitzen kann man auch mit Brühe zum Beispiel machen. Mehlschwitze ist ganz, ganz fein. Kenne ich von meiner Oma. Das schaut schon sehr gut aus. Die Milch lasst ihr jetzt mal beistehen. Wenn es jetzt zu dick wird, wenn der Käse kommt, könnt ihr ein bisschen nachgießen. Und Käse ist ein Stichwort, den geben wir da jetzt rein. Den vom Flo geriebenen Bergkäse. Den lösen wir jetzt schön auf. Außerdem kommt der Obatz, der auch noch gleich mit dazu. Würzen und fertig. Ist das ein Wahnsinnsaroma, Freunde, das, wenn ihr riechen könntet. Jetzt müssen wir das Ganze natürlich nur würzen. Das machen wir nur mit Salz und Pfeffer. Beim Salz sei da aber noch etwas vorsichtig durch den Käse. Käse hat immer schon ein bisschen an Salz mit dabei. Es darf ja nicht so salzig werden, das wäre ja schade drum. Wenn ihr schärfer wollt, könnt ihr auch einen Cayennepfeffer nehmen. Das ist mit Sicherheit auch kein Fehler. Was wir jetzt natürlich vergessen haben, wie immer, na, wir haben ja auch gerne Ratschen neben dem Grillen, wir haben vergessen, den Speck mit anzubraten und mit da reinzugeben. Das hätten wir nämlich auch noch machen wollen. Naja, dann essen wir es halt ohne Speck. Ist auch nicht so schlimm. Also mal schön salzen. Wie gesagt, mit Salz seid ihr vorsichtig erst einmal. Lieber nachher noch mal was nachgeben. Reinmachen könnt ihr immer, rausnehmen wird schwierig. Ja, und wenn ihr dann zufrieden seid mit der Konsistenz, kommen da eure Nudeln rein. Vom Senf, ne, müssen wir noch eine schöne Portion reinmachen. Ich würde sagen, das waren so 3 Esslöffel. Dann wird das schön verrührt. Und eure Mac and Cheese sind fertig. Abschmecken, zum Schluss ein paar Röstzwiebeln drauf, dann haben wir unsere Beilage heute schon fertig. Unsere Nudeln sind fertig. Unsere Würstchen sind fertig und jetzt schauen wir gemeinsam da rein und bauen unseren ersten Hotdog. Auf unser Hotdogbrötchen, da geben wir jetzt eine schöne, schöne Ladung Senf. So. Und da rein. Ja, ein Würstchen. Auf das Würstchen. Unser Kraut. Und so machen wir jetzt am Teller ein paar Fotos und zum Fazit sehen wir uns. Unsere Mac and Cheese, die schauen ein bisschen aus wie ein schöner Topf voll Gold. Riechen tun sie sensationell. Abgeschmeckt habe ich sie natürlich schon. Ich weiß, wie sie schmecken. Die sind mega. Ich probiere jetzt mal für euch. Das Bier stellen wir auf die Seite. Unsere Bratwurst ist ja heute der Hauptdarsteller. Das ist Bratwurst, wie die Amerikaner denken, dass wir sie essen. Schön im Bier geschmort. Der Biergeschmack geht tatsächlich ein bisschen an die Wurst. Was viel mehr nach Bier schmeckt, das sind unsere Rotkohlstreifen, unsere Zwiebeln. Der Knoblauch ist schön da. Man könnte es vielleicht, wenn man auf hohem Niveau jammern, ein bisschen schärfer machen. Vielleicht noch ein bisschen Zucker rein, aber das ist auf jeden Fall richtig fein. Aber jetzt kommen wir zu dem, auf das ich mich heute am allermeisten freue. Das sind unsere Mac and Cheese mit Obersten, mit Bergkäse, mit Röstzwiebeln bestreut. Oh. Und der Weißwurst, der Weißwurstsenf.
ganz ehrlich, die auch noch mit auf das Brötchen packen. Und das ist perfekt. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich muss jetzt ganz schnell essen. Nächsten Mittwoch in der Früh um 6 kommt das nächste Rezept. Bis dahin macht ihr das nach und schreibt uns unten in die Kommentare eure Meinungen. Daumen nach oben. Abos, kostenlos abonnieren ist ganz wichtig für uns YouTube-Griller. Und würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, Mittwoch früh um 6 wieder. Bis dahin sagen mein Team und ich Servus, macht's gut, habe die Ehre, Ade.